Das Ökologische Bildungszentrum München wird von der Münchner Volkshochschule und dem Münchner Umweltzentrum gemeinsam betrieben und wurde im Jahre 2001 eröffnet. Es bietet ein breites Angebot zu Umweltthemen und Zukunftsfragen der Großstadt, das von den beiden Trägern in enger Kooperation entwickelt und gestaltet wird. Der Garten der nachwachsenden Rohstoffe greift das Thema der immer knapper werdenden fossilen Rohstoffe und die damit verbundene Suche nach möglichen Alternativen auf. Gerade in der Großstadt gibt es kaum die Möglichkeit einer ausreichenden Landwirtschaft. Im Garten der nachwachsenden Rohstoffe werden deshalb Faser, Energie, Färbe, Stärke und Ölpflanzen angebaut. Faserpflanzen wie die Brennnessel werden für Textilien und industrielle Zwecke genutzt. Die Färberkamille wird als Färbepflanze für die Kosmetik und zum Kolorieren von Textilien verwendet. Die Herkunft der Rohstoffe, ihre Verarbeitung und Verwendung werden den Teilnehmern fühl- und erlebbar gemacht. Ausgehend vom Arbeitskreis Freiflächengestaltung bildete sich 2002 eine eigenständige Gruppe, zuständig für die Entwicklung eines Experimentiergartens. Unter fachlicher Anleitung wurden Ideen für den Garten erarbeitet und ein Gestaltungsplan angefertigt. Ziel war die Entwicklung und Betreuung eines öffentlich zugänglichen Gartens, in dem außergewöhnliche Wege der Gartengestaltung und Pflege getestet werden können. Des Weiteren hat die selbstorganisierte Gruppe ein Konzept mit unterschiedlichen Themenbereichen erarbeitet. Das Baumikado ist eine große Kletterlandschaft aus Eichenstämmen mit Kronenansatz, die vor Ort erarbeitet wurde. Die Enden der Stämme wurden zu kleinen Kunstwerken mit Drachenköpfen und orientalischen Mustern geschnitzt. Stämme wurden fixiert, störende Äste entfernt und an einigen Stellen Sitzflächen montiert. Hier können Kinder die Natur erleben und im Baumikado klettern, toben und spielen. Der Naturspielraum bietet unterschiedliche Möglichkeiten für kreatives Spielen mit Naturmaterialien. Im Jahre 2000 wurde dieser Raum in Zusammenarbeit mit Schulklassen und Kindergartengruppen angefertigt. Diese Gruppen entwickelten gemeinsam Ideen, wie ein Naturspielgelände aussehen könnte. Durch gegenseitige Interviews, Elternbefragungen und dem Malen ihrer Traumspielplätze konnte ein Pädagogen- und Planerteam den Spielplatz nach den spezifischen Wünschen und Bedürfnissen der Kinder umsetzen. Seit 2008 gibt es einen Graslöwenclub. Er wurde im Rahmen eines bundesweiten Projekts gegründet und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt initiiert. Viele spannende Aktionen werden durchgeführt. Auch hier spielt das Thema nachwachsende Rohstoffe eine zentrale Rolle. Die Kinder werden spielerisch an das Thema Nachhaltigkeit herangeführt und sensibilisiert. Jeder kennt die Kartoffel als Nahrungsmittel, aber dass man aus der enthaltenen Stärke Kleber herstellen kann, ist den meisten Kindern nicht bekannt. Die Kinder erkennen den direkten Nutzen nachwachsender Rohstoffe. Der Graslöwe ist ein Maskottchen, durch den die Kinder motiviert werden sollen, selbst für Umwelt und Natur aktiv zu werden.
Ein weiteres spannendes Projekt zum Thema nachwachsende Rohstoffe ist die Erstellung von Ölfarbe aus Gras. Nicht nur die Kinder lernen im ökologischen Bildungszentrum die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe kennen. Auch Bildungsprogramme für Erwachsene werden angeboten, bei denen es darum geht, das Thema kritisch zu betrachten. Gerade jetzt, in Zeiten des Klimawandels und dem zu Neige gehenden Ölvorkommen, ist die Sensibilisierung der Menschen für dieses wichtige Thema von großer Bedeutung. Die Frage ist, was kommt danach? Können nachwachsende fossile Rohstoffe ersetzen? Und in welche Richtung geht die Entwicklung? Mit diesem und vielen anderen wichtigen Themen beschäftigt sich das Ökologische Bildungszentrum München.